Seid gegrüßt, seid willkommen zurück zum zweiten Teil der kleinen Preview Old World. Es erscheint am 19. Mai 2022 in Steam und GOG und ist zuvor gereift in Epic Game Store. Wie gut dieses Spiel gereift ist, seht ihr oben rechts in der Infocard bei meinem kleinen Fantest. Und hier in dieser Preview zeige ich euch so die ersten Schritte. Und im Teil 1 haben wir zuvor Rom gegründet, Capua gegründet, erste Barbarenstämme angegriffen, die Scouts hinausgeschickt und ich habe euch ein bisschen die Menüs und ein bisschen die Grundlagen erklärt. Nun werden wir etwas weiter im Spiel voranschreiten, dass weitere Aspekte gezeigt werden und ihr vielleicht hoffentlich auch Hunger auf das Spiel bekommt, es selbst zu spielen. Das Spiel wird entwickelt von Morph Games und unter dem Publisher Hooded Horse. Unten in der Videobeschreibung habt ihr weitere Informationen und den Link zum Steam. So, wir befinden uns jetzt in Runde 15, Jahr 15. Und wir haben alle unsere Befehlspunkte in der letzten Runde ausgegeben und werden dann dementsprechend jetzt die Runde beenden. Und die gegnerische KI zum Zug lassen. Wir bekommen hier oben gerade mächtig eins auf die Mütze. Greifen aber hier. Die Handwerker haben hier ihre Arbeit erfolgreich verrichtet. Wir werden jetzt hier nochmal Steinvorkommen bauen. Und ich denke mal, hier eignet sich dann das Wunder, Hanging Garden zu bauen. Das bringt uns auch weitere Punkte ein und Verbesserungen für Rom. So, die Arbeiter sind hier noch fleißig am Werkeln. Hier erschaffen wir noch einen Siedler, um die nächste Stadt zu gründen. Hier kommt der Krieger und danach wollen wir noch ein Festival abhalten, weil hier die Moral weiter am Sinken ist und das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir jetzt wieder das Jahr beenden. So, wir haben hier einen Landschaftszug, einen Fluss entdeckt. Das Spiel wird auch in Deutsch erscheinen. Jetzt bei der Preview-Version haben wir jetzt überwiegend nur den englischen Text. Deutsch ist noch nicht komplett implementiert, aber zum 19. Mai wird es neben einer weiteren Expansion, worum es geht, im Szenario griechische Helden und deren Saga zu erleben, auch die deutsche Übersetzung wird es dann geben. Ah, cool. Unser Soldat hat Möglichkeiten, sich zu verbessern. Wir hatten nämlich zuvor in Teil 1
dieses Previews, nämlich sie ja als General eingesetzt, dass die Truppe schlagfertiger wird und kräftiger. Wenn jetzt auch erstmal zurückreisen. Hier neue Lebenspunkte erhalten. Hier sind noch weitere Barbarenstämme. Wieder einen neuen Fluss entdeckt. Hier können wir ein Ereignis auslösen. Hier bekommen wir Kultur. Werden wir nehmen. Lebenspunkte sollten wir auf jeden Fall auch dann den Kriegern wieder zurückgeben. Okay, in der nächsten Runde ist auch der Siedler auch schon fertig. Wir eigentlich hier noch weiter. Ja, hier werden wir dann mal ein Hamlet bauen. Jetzt hier den Scout doch erstmal bewegen, damit er ein bisschen weg ist von den Barbaren. So, wir haben eine Nation entdeckt. Haben die Griechen entdeckt. Wir haben auch schon 6 Punkte. Wir sind gerade mal bei 2. Also die Griechen haben auf jeden Fall sehr viele Städte schon. Ah, okay, sie ist jetzt alt genug. Okay, Stone haben wir auch recht wenig. Dann denke ich mal, nehmen wir mal den einmaligen Boost. Der Siedler ist jetzt auch fertig. Und dann denke ich, machen wir am besten hier die Stadt.
Und da oben könnten wir eigentlich langfristig auch nochmal in die nächste Stadt dann gründen. Ja, ich denke, das wird sich dann gut bezahlt machen. Okay, das ist sehr gut. Wir sind zueinander positiv gestimmt. Und jetzt können wir aussuchen, was unsere Tochter erlernen kann, beziehungsweise wo sie jetzt zusätzlich Bonis erhalten soll. Und denke mal, da könnten wir eigentlich, was hat sie denn schon? Sie hat auf jeden Fall noch keine weiteren Eigenschaften, soweit erstmal. Technologie ist immer gar nicht so verkehrt. Sie wird Philosophie erlernen. Okay. Minus 300. Ja gut, dann geben wir ihm mal das Geld. Soll er doch das Geld dann bekommen. Wir haben genug, über 1000. Weiteres Ereignis entdeckt. Hier würden wir sogar eine Technologie erhalten. Hier erhalten wir Nahrung. Hier würden wir einen Farmer erhalten in Rom. Technologie empfinde ich jetzt doch ein bisschen relevanter. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, wie Diplomatie aufgebaut ist. Wir könnten, wenn wir später voranschreiten, einen Diplomaten bzw. Konsul auch ernennen. Und dann könnten wir hier weitere Möglichkeiten offerieren. Beispielsweise könnten wir langfristig dann Handel betreiben und uns annähern dieser Nation. Und dann gibt es hier Möglichkeiten, dass wir halt eine Allianz gründen können und so weiter. Also ganz klassische Diplomatie eben. Wir würden eine Bireme erhalten. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Sind auf jeden Fall schon sehr stark, haben auch sehr viele Einheiten. Okay. So, wir haben jetzt auch unser erstes Schiff erhalten und können dadurch dann auch mal weitere Länder außerhalb des Meeres bereisen. Sollten wir, glaube ich, mal langfristig tun, dass wir hier unseren Scout hier oben. Obwohl, ich glaube, ein neuer Scout ist sogar sinnvoller. Die laufen viel zu weit.
Hier können wir auch noch einen weiteren Spezialisten ermöglichen. Nehmen wir doch mal hier einen Farmer. Okay, nächstes Zufallsereignis. Okay, das ist ein diplomatisches Ereignis. Und wir könnten Ihnen ja, wir könnten ihnen Nahrung geben, verbessern dadurch unsere Beziehung zu Griechenland. Ich denke, das kann man gut nehmen. Wir haben nämlich selbst 120 Nahrung ausreichend zur Verfügung. Wir haben nämlich 500 Nahrung. Wir werden denen mal die Möglichkeit geben. Wir werden Ihnen Taktik unterweisen. Wir werden hier die Control Miner Spezialisten als Ambition wählen. Sollten wir auch langsam mal voranschreiten, aber wir gründen ja jetzt auch schon unsere dritte Stadt von der vierten. Julius haben wir. Wir haben die. Dann werden wir, glaube ich, am besten. Weil hier ist doch sehr ländlich gelegen. Viel mit Nahrung. Kann ich mir hier gut vorstellen. Wir werden diese Familie dafür unterstützen. So, das Schiff lassen wir soweit noch hier, bis unser Scout fertig ist. Oh, wieder eine einmalige Möglichkeit. Die sollten wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Oh, wir können hier Pyramiden. Okay. In Rom Pyramiden. Ein Wunder. 600 Steine, gut, die haben wir natürlich noch nicht. Hier können wir endlich mal zu Holz kommen. Gar nicht so verkehrt. Müssen wir auf jeden Fall auch dringend. Ich sehe nämlich schon, dass wir hier beim Defizit sind.
Okay. Versuchen wir mal mit einem anderen Lehrer. Okay. Gut, dann versuchen wir das doch mal. Und hier werden wir den Scout weiter voranschicken. Hier nehmen wir ganz klar die Forschungspunkte. Also Griechenland erstreckt sich auf jeden Fall sehr weit. Hier ist schon Sparta. Und dann werden wir jetzt auch langfristig hier runtergehen, dass wir hier auch noch eine Stadt gründen können. Historisch gesehen passt das dann nämlich auch. Gut, wir haben ja selber eine Frau, möchten natürlich dann jetzt nicht fremd gehen in Anführungsstrichen. Und da werde ich jetzt diesen Weg wählen. Der ist dann passender. So, die nächsten Handwerker sind auch fertig. Dann werden wir hier auch nochmal Holzmöglichkeiten uns heranholen. Boah, Griechenland ist aber auch echt groß, ne? Die haben ja schon hier richtig viel benutzt. Barbaren greifen uns wieder an. Oh, nicht so gut. Das ist nicht so gut gelaufen. Schade. Ja, dass sie mehr Training erhält, ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ein bisschen Disziplin dadurch erhalten, Courage.
Ägypten wollen wir auf jeden Fall mal nicht verärgern. So, noch ein Jahr, dann ist unser Scout auch bereit. Das ist gut. Ich kann eigentlich mal hier hingehen. Gut, wir haben einen weiteren, der sich uns angeschlossen haben. Hat. Ist ja recht brauchbar. Und wir werden dann mal dies weiter erforschen. Hier bauen wir dann mal eine Weide. Unser Scout ist nun fertig. Wir haben aber auch noch weitere Möglichkeiten hier. Ah, okay. Minus 60, das ist gut. Ist aber auch nur minus 80 Nahrung, das werden wir nehmen. Feiern so ein Fest. Und sind hier auch gesunken. Das Ereignis ist erfolgreich ausgelöst worden.
Sehr schön. Unser Wunder ist fertig gebaut. Wir kommen Griechenland dadurch jetzt punktuell sogar näher. Das ist auch schön. So, was dann jetzt hier wieder Sie? Monkey Philosophie. Verbessern wir denn hier am besten? Eigentlich müssten wir uns darum kümmern, dass wir Holz bekommen. Hier ist noch eine Holzmöglichkeit. Er hat jetzt hier 20%, 27% Möglichkeit, 25%. Also das ist dann, dass die jetzt einen Tutor an der Seite gestellt bekommen. Und die Prozentangabe ist jetzt dafür gedacht, dass ja, gezeigt wird, wie wahrscheinlich es ist, dass sie dann diese jeweilige Charaktereigenschaften positiv erhalten unter der Lehre dieser jeweiligen. Wir haben einen weiteren Titel erhalten. Ja, wir werden die Siedler eskortieren. Kostet uns jetzt nicht allzu viel in dem Sinne. Hier werden wir dann nochmal eine Farm bauen. Machen wir hier so positiv Farm an Farm, wenn wir dadurch dann ja, mehr Punkte generieren, weil die sich dann zusammen pushen in Anführungsstrichen. Okay, 600. Bauen wir doch mal eine Pyramide, einfach in der Nähe von Rom. Ist zwar was für die Ägypter, aber
Ach, was soll's. Bauen wir die Pyramide. Gibt Punkte. Okay, sie ist jetzt verstorben. Ist ja verrückt, sie ist ja noch nicht mal einen Kampf gefochten. Ist jetzt hier verstorben. Ja. Das ist ja ein bisschen blöd gelaufen. Traurig. So, excellent student. Oh, das ist gut. Plus 2 bekommt er hier. Neue Ambitionen erhalten. Müssen uns auch langsam richtig ranhalten. Hier sind Barbaren. Aber gut. Wir haben ja schon recht viel von der Karte aufgedeckt. Griechenland hat schon 9 Punkte. Wir müssen uns ranhalten. Karthago bei 5, Ägypten bei 4. Okay. Griechenland möchte sich mit uns verheiraten. Sie hat 5-3. Die scheint mir doch ein bisschen so die bessere Partie zu sein.
Ja, also diplomatisch ergibt das natürlich Sinn, dass wir uns verheiraten, so dass wir mit Griechenland schon mal besser gestellt sind, auf jeden Fall. Und sie hat auch die besseren Eigenschaften. Duke Markus. Hier bekommt er nochmal ein plus 1 Disziplin. Hier erhält er plus 60 XP. Ja, nehmen wir die Disziplin lieber mit. Leading the next generation. Ja, was bauen wir denn mit ihm hier? Wir könnten eigentlich noch mal hier unser Ressourcenausbau voranbringen. Oh, 20 Holz für uns. Aber gut, die Holzproduktion kommt ja langsam voran. Wir hatten ja jetzt Förster gebaut soweit. Mal hier voll auf die Barbaren drauf. Habe ich hier unten unser Schiff vergessen. Ah, ist ein bisschen blöd jetzt gewesen. So, das ist mir doch lieber. Wir haben nochmal Befehlspunkte gekauft, dadurch, dass wir sowieso so eine hohe Rate derzeit haben, hat sich das letzten Endes jetzt ja gelohnt. In 3 Runden ist auch der nächste Siedler fertig, nächste Runde ist ein neuer Arbeiter fertig und der Farmer ist demnächst auch fertig. Gut, dann sind wir jetzt schon mal zur Runde 30, Jahr 30 gekommen. Wir hängen Griechenland etwas hinterher, sind knapp vor Karthago und Ägypten ist ja gegenüber uns doch ein bisschen abgeschlagen. Wenn wir jetzt die nächsten Siedlungen gründen und auch die Pyramide erschaffen, sollten wir aber wieder Griechenland dicht auf den Fersen sein in der nächsten Folge. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann bedanken fürs Zuschauen. Gerne könnt ihr meinen Test euch anschauen und in diesem Sinne. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video. Euer Jorik Aurelius.